Was geht ab, liebe Leutinnen und Leute da draußen? Frank Barth am Start, aka Nahtfrag, back mit einem weiteren One-Shot-Video. Ja, und heute soll mal das Topic sein, wie essen wir Zwiebeln am besten? Und zweitens, wie sieht es eigentlich aus mit AC Revelations? Wie sieht es aus mit AC 2? Was war da nice, was war nicht so nice? Und ich muss sagen, Assassin's Creed 2, das war ein geiles Game, tatsächlich, ja. Was Brotherhood nochmal besser gemacht hat, das war auf jeden Fall das Kampfsystem. Ja, wir haben jetzt Multikills hier über schön Attentate, der Klassiker. Und jetzt Revelations bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, Revelations, das ist das einzige von der Ezio-Trilogie, was ich wirklich noch nie angespielt habe. Ist also komplett Premiere. Das Einzige, was ich irgendwie weiß, ist, dass wir ein Altair-Flashback oder Flashback haben. Da bin ich mal höchst gespannt, Freundinnen und Freunde. Ja, und ansonsten, es gibt momentan wenig Neues um Assassin's Creed Valhalla. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, morgen kommt nochmal ein Video auf dem Hauptchannel zu dem Thema, was tatsächlich noch ein paar News sind. Aber dann wird es langsam mau, Freunde. Es ist ja schon fast eine Bedrohungslage, könnte man sagen. Und ansonsten, Zwiebeln waren auch noch Thema. Ja, Zwiebeln, ich mag die mega gerne roh. Keine Ahnung, ob ihr das auch so seht, aber rohe Zwiebeln, so richtig schön schmackhaft. Bringt die Augen ein bisschen zum Weinen, vielleicht noch irgendwie mit einem Mettbrötchen oder so. Boah, habe ich ewig nicht gegessen, bestimmt 3 Jahre. Ich muss mal wieder so ein deutsches Mettbrötchen essen, als alte Kartoffel, die ich bin. Und das habe ich wirklich ewig nicht getan. Gekochte Zwiebeln können auch geil sein, aber eher karamellisiert. Bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Ja, und das war es eigentlich soweit an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch nach vorne gebracht. Assassin's Creed. Ach ja, wir wollten noch über Ezio sprechen. Ezio ist wirklich ein cooler Dude. Ich habe ihn tatsächlich recht lieb gewonnen. Muss ich sagen, momentan ist immer noch Bayek mein Lieblingsassassin, aber vielleicht verändert sich das heute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das passieren wird. Wir sehen uns später beim Assassin's Creed Marathon, euer Dönermann 13. Ach ja, und hier natürlich auch nochmal die Glocke aktivieren. Ciao, Leute.